Na, was geht? Ich bin jetzt gleich 10 und dann machen wir uns fertig für die Universität. 2019. Cosplayer, Miku, da hinten. Ah! Ist doch eine Miku, oder? Ja. Da ist sogar noch was frei. Wir sind jetzt im Parkhaus vom Großen Garten. Gehen wir raus und bringen erstmal unsere Sachen jetzt zum Bühnen bei, die wir verkaufen wollen. Die Wand ist noch komplett leer. Wir werden die ersten sein mit unserem Sticker. Do it. Direkt in die Mitte. Ja klar. Ich krieg den Sticker nicht abdrücken. So. Magic 2019. Wir waren da. Und wir sind immer noch da. Genau. Der erste Einkauf wurde getätigt. Ging sehr schnell. Ging echt schnell, ne? Gesehen, gekauft. Hoffen wir gehen, dass deine anderen Figuren auch weggehen. Ja, the greatest show. Und wir können ganz gut gucken. Heute gibt es zombie-starke Verstärkung. Hallo Mami. Hi. Los, zombifizier sie. Ich werde jetzt infiziert. Es tut mir leid, ich muss vor dieser Welt scheiden. Ihr müsst halt aber jetzt euer Frühstück allein machen. Hä, wir machen wie bei Shaun of the Dead, wo sie die Zombies als billige Arbeitskräfte missbrauchen. Achso, für Fies seid ihr auch noch. Naja. Also vor allem als billige Arbeitskräfte, als kostenlose machen. Arbeitskräfte. Zombie-Verstärkung Nummer 2.
vom vom Maschinengewehr durchlöchert. Und der andere Zombie sitzt da hinten und wartet. Ich wollte gerade sagen, der lässt gerade seine Wunden trocknen. Ach guck mal, die Zombies bringen auch den Müll raus. Das ist ja richtig praktisch. Aber das du nimmst du nachher ab, oder? Ja, ich will das bloß fürs Autofahren ist okay. Ich sag doch, billige Arbeitskräfte. Lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Ausgekleidet, abgeschminkt und sind jetzt auch echt fertig. Ja, es war wieder sehr, sehr geil. So wie jedes Jahr eigentlich. Genau. Was war dein Highlight? Also ich muss jetzt noch zwei Highlights sagen, weil es einfach so schwer ist, sich zu entscheiden. Das erste war auf jeden Fall wieder Mika Kobayashi. Sie haben ja schon letztes Jahr gesehen und das war schon geil. Und dieses Jahr war es halt einfach wieder geil. Und dann Anime und Konzert. Das haben wir letztes Jahr leider verpasst, aber dieses Jahr haben wir uns das fest vorgenommen, da unbedingt hinzugehen. Und dann sind wir auch extra früher hingegangen und das war sehr, sehr schön. Ja, bin ich auf jeden Fall unbedingt bei dir. Also Mika war mir auch auf jeden Fall sowieso. Ja. Und Anime und Konzert war eigentlich mein größtes Highlight, weil eben, was du schon gesagt hast. Und das war echt geil. Ja. Und dann haben die noch, glaube ich, drei oder vier Zugaben gegeben und so. Das war echt richtig, richtig schön. Ja. Und was ich auch schön fand, war Anli tatsächlich. Hat ja, mich echt richtig, richtig positiv überrascht. Das war so die größte Überraschung. Genau. Bei Anime Konzert hatte ich schon damit gerechnet, das ist geil. Ja, also danke nochmal an Mia für den Genau. Tipp. Hat sich echt gelohnt und alle, die noch die Chance haben, sie mal irgendwo zu sehen, geht mal hin. Reingehen. Bock. Ja. Ja, das war eigentlich unser Kito, genau. Vielleicht sieht man sich im nächsten Video und auf der nächsten Convention. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.